Ein wunderschöner guten Abend zur chaotischen Viertelstunde. Heute soll es ein bisschen über Botnets in the Age of Internet of Things gehen. New from Orbit war so gestern, das war so 20. Jahrhundert, heutzutage macht man das ein bisschen anders. Genau, wenn zwischendurch Fragen sein sollten oder Dinge unklar sind, einfach jederzeit melden. Ich freue mich jederzeit, Fragen zu beantworten, die während des Talks aufkommen. Aber zunächst lasst euch eine Geschichte erzählen. Das ist Brian Krebs. Brian Krebs ist Journalist und im Particular ist er Security-Journalist. Das heißt, er guckt sich so an, was so Leute in diesem Internet tun und was sie so an bösen Dingen tun. Und macht da auch relativ viel tiefe Recherchen, Investigativ-Journalismus, alles sowas. Und da bleibt es natürlich nicht aus, dass er sich auch mal mit Leuten beschäftigt, die ganz besonders moralisch flexible Dinge tun. Und dann hat er mal wieder so eine Geschichte ausgegraben und hat sich die Leute über die Berichte gedacht, oh Brian, das finden wir irgendwie gar nicht so geil, warum erzählst du das alles über uns? Wir ficken dich mal aus dem Leben. Und haben einfach mal seinen Blog, Krebs on Security, unter einem Distributed Denial of Service Angriff gelegt. Und zwar einen großen. Zuerst mal, was ist Denial of Service? Denial of Service heißt, wir wollen irgendwie eine Kiste dazu bringen, dass sie keine Dienste mehr anbieten. In diesem Fall war das Ziel der Sache, die Datenleiter wollten hinbekommen, dass das Blog von Brian Krebs nicht mehr aufrufbar ist. Wie macht man sowas? Eine Variante ist zum Beispiel, stellt euch vor, ihr habt so einen Webserver, da stellt ihr eine Anfrage hin, der Webserver braucht irgendwie ein bisschen Zeit, um die Antwort auszurechnen auf diese Anfrage, und dann gibt ihr euch die Antwort zurück und dann habt ihr euer Ergebnis. Wenn ihr das jetzt nur häufig genug macht, sodass dieser Webserver die ganze Zeit nur mit Ausrechnen von irgendwelchen Antworten beschäftigt ist, dann kann er sonst nichts mehr tun. Und wenn er sonst nichts mehr tun kann, ist das im Wesentlichen ein Denial-of-Service-Angriff. Was man zum Beispiel, eine Variante ist auch, wenn man das machen kann, so ein Webserver kann irgendwie eine bestimmte Anzahl an Verbindungen aufrechterhalten. Wenn ich mich einfach hinstelle und zu einem Webserver einfach so viele Verbindungen aufmache, dass der keine weiteren Verbindungen mehr aufmachen kann, dann können andere Leute zum Beispiel auch keine Verbindung mehr zu diesem Webserver aufmachen. Denial of Service, der Webserver antwortet anderen Leuten nicht mehr. Schönen Webshop haben sie da, wäre doch traurig, wenn dem was passiert. So, das sind so ein bisschen, es gab einen sehr schönen Fall von Denial of Service, da gab es mal so ein Online-Tool, das konnte irgendwie Regular Expressions auswerten. Und diese Implementation hatte aber irgendwie so exponentielles Laufzeitverhalten. Das heißt, wenn ich die Komplexität meines Regular Expressions hochgeschraubt habe, ist die Rechenzeit, die dieses Viech brauchte, exponentiell gestiegen. Das heißt, du hast da einfach einen fetten Regular Expression hingeklatscht und das Ding hat einfach Jahre gebraucht, um das Ding auszuwerten. Das ist auch eine intelligente Variante. Oder man macht es einfach unintelligent oder macht es irgendwie, das ist einfach ganz einfach so, man geht hin, wie die Leute es bei Brian Krebs getan haben, und knallt dem einfach 620 Gigabit per Second vor den Hook. Und dann hat die Leitung halt einfach dicht. Zum Vergleich, das Inhouse-Netzwerk in diesem Gebäude ohne Routing nach draußen hat 10 Gigabit per Second. Das waren 620 Gigabit per Second, nur um mal so ein Gefühl für die Verhältnisse zu bekommen. Nun war Brian Krebs gehostet bei einer Firma namens Akamai. Akamai ist einer der wesentlichen Selling Points von Akamai, eines der wesentlichen Produkte, was sie haben, ist, sie schützen Leute gegen Denial-of-Service-Angriffe. Und das haben die auch getan, denn diese 620 Gigabit per Second liefen da einfach mal so über Tage konstant ein. Das heißt, wir haben so 620 Gigabit über Tage auf dieses Block einrattern, bis Akamai dann irgendwann gesagt hat, wir haben Brian so aus PR-Gründen gehostet und wegen, ja, das ist hier so ein cooler Dude und wir hosten den for free, wir sind voll super, bis es denen irgendwann zu teuer wurde. Und dann haben sie Brian Krebs halt rausgeschmissen. Dann hatte Brian Krebs irgendwie so 2 Stunden, wo er seinen Blog woanders hin migrieren konnte. Und wenn er das dann jetzt von Akamai weg auf irgendeinem privaten Server von ihm gemacht hätte, dann wäre dieser Server auf jeden Fall die Grätsche gemacht. Deswegen hat der Akamai gesagt, okay, dann redirectet einfach mal alle Anfragen, die auf meinen Blog gehen, nach 127.01 Localhost. Das heißt, jede Anfrage, die rausging, ging quasi dann direkt an den Rechner, der sie gestellt hat. Was eine sehr kreative Art war, mit dem ganzen Problem umzugehen. Genau, Akamai hat also irgendwie da tagelang diesem 620 Gigabit per Second Denial of Service Angriff getrotzt. Und am Ende aber trotzdem kapituliert. Das war der größte bis dahin gesehene
Denial of Service Angriff, der zweitplatzierte Denial of Service Angriff war nicht mal halb so groß. Das heißt, da hat jemand wirklich die Leitung zugeballert. Selbst die gesamte Universität nach außen hat so, da reden wir über Leitungen von 100 Gigabit. Selbst die Universität hat irgendwie, die Leitung, die Universität nach draußen hat als Gesamtes, ist so Faktor 6 weniger. Nur um mal so eine Größenordnung zu haben. Was für Akamai jetzt PR-technisch ein bisschen ungünstig war, ist die Tatsache, dass Google dann noch so ein paar Gigabit rumliegen hatte und dann gesagt hat, ach komm, dann komm mal bei uns, dann hosten wir dich mal bei uns. Und deswegen ist Brian Cripps jetzt bei Google Project Shield untergekommen. Und die machen jetzt für ihn den Denial of Service Schutz. So, ich sagte gerade, irgendwie der größte Denial of Service Angriff in der Geschichte des Internets, so was die Bandbreite angeht, 620 Gigabit per Second. Und dann meinte so der Chef von OVH, das ist so ein französischer Hoster, der macht so virtuelle Maschinen und anderen Kram, 620 Gigabit, also bei uns haben wir ja 1,1 Terabit pro Sekunde gesehen. Das heißt, World Record of the World Largest Denial of Service Attack by Bandwidth liegt momentan bei 1,1 Terabit pro Sekunde. Jetzt natürlich irgendwie die Frage, okay, wie kommt man denn jetzt auf 1,1 Terabit? Ich meine, über welche Leitung soll ich denn das einspielen? Und jetzt kommen wir zu diesem D vor Denial of Service, nämlich Distributed Denial of Service. Denn die Systeme, die genutzt wurden, um diese Bandbreite bereitzustellen, war sowas. Das waren so IP-Kameras. Im Wesentlichen das Botnetz, was dahinter steht, heißt Mirai. Mirai ist japanisch für Zukunft, was irgendwie ganz treffend ist, nachdem die jetzt irgendwie so 600, nachdem die quasi die zwei größten Denial-of-Service-Angriffe ever seen ausgepackt haben. Und dieses Botnetz bestand im Wesentlichen aus so IP-Kameras oder irgendwelchen Videorekordern, die offen am Netz hingen. Und ja, die hatten halt so Passwörter wie admin, admin oder admin 123456. Und dieses Botnet ist halt einfach durch die Gegend gelaufen, hat sich diese ganzen IP-Kameras, die so offen am Netz hängen, angeguckt und hat dann einfach mal alle eingesammelt, die so admin-admin-Passwörter hatten. Das Schöne ist, diese wunderschönen IP-Kameras haben admin-admin nicht nur als Passwort gesetzt, sondern haben admin-admin teilweise als Passwort hardcoded in der Firmware drin. Das heißt, man kann das nicht mal ändern. Und dann schraubt man sich irgendwie so eine Überwachungskamera dran nach draußen, schließt die an so einen Internetanschluss an und schon ist man Teil einer Angriffsflotte, die dazu gedacht werden kann, anderer Leute Blogs runterzunehmen oder anderer Leute Webshops runterzunehmen oder irgendwas zu machen. Denn wie man an Akamai gesehen hat, Akamai ist schon einer der größten Player in dem Business. Wenn die sagen, das wird uns zu teuer, dann ist das eine Ansage. Genau, und von diesen Dingern gibt es halt irgendwie, das ist so billig Hardware, die kriegst irgendwie für 2,50, vielleicht ein bisschen mehr. Und versucht mal irgendwie das zu patchen oder versucht mal irgendwie den Hersteller dazu zu kriegen, dass er euch dafür Updates rausbringt, die euch dieses Passwort, die euch irgendwie dieses Passwort auf was Sinnvolles ändern. Oder die euch überhaupt erstmal dieses Passwort ändern lassen. Alles ein bisschen schwierig. Naja, die Geschichte geht weiter. Kurze Zeit später gab es dann einen Post von hackforums.net. Und da schrieb dann jemand, when I first got into DDoS industry, I wasn't planning on staying in it long. I made my money, there's lots of eyes looking at IoT now, so it's time to get the fuck out. However, I know every kid and their mama, it's their way dream to have something besides Qbot. Qbot ist auch so eine Malware, die auch so kram kann. So today I have an amazing release for you. With Mirai, I usually pull maximal 380,000 bots from Telnet alone. However, after the crap DDoS, ISPs been slowly shutting down and cleaning up their act. Today's max pull is about 300,000 bots and dropping. Also, und darunter waren dann Links zum Source Code von Mirai, dem Botnet, das gegen Brian Cripps in Stellung gebracht wurde und das Botnet, das gegen OVH in Stellung gebracht wurde. Das heißt, was wir jetzt hatten mit diesem Post, ist öffentlich im Internet zugänglich, ein für jeden selbst aufbaubar, ein Botnet, das mal eben eine Seite aus dem Internet fegen kann. Schön, oder? Dass diese Sache ist sehr interessant, wenn man sich den. Der Code ist übrigens auf GitHub, falls ihn jemand lesen möchte. Der Command-Control-Server ist in Go, der
Der Bot selber, der auf diesen IP-Kameras dann landet und der irgendwie auch dieses Scanning macht und neue Geräte findet, das ist, das Ding ist in C geschrieben, aber fair lesbar, wie ich finde. Und ja, also wenn ihr irgendwie mal so ein Botnet braucht, egal. Genau, falls jemand sich übrigens letztens mal gefragt hat, es ging ja durch die Medien, dass die Telekom so ein, zwei Tage Internetausfall hatte, wo dann Telekom-Kunden irgendwie kein Internet hatten. Das war im Wesentlichen auch so ein Botnet, dass ich gedacht habe, ah, das sind so Router, die haben irgendwie Port 565 auf. Lass mal probieren, ob wir da reinkommen. Denn es gibt ein paar Geräte, die den kannst du auf Port 656 im Wesentlichen so einen Shell-Befehl schicken und den führt dir dann aus. Was halt super ist, wenn du da irgendwie dich einlisten möchtest. Genau, so ein paar Details zu diesem Mirai-Botnet. Es ist sehr spannend, was für Passwörter das Ding ausprobiert. Also was Mirai so kann, ist zum Beispiel HTTP-Floods, das heißt, wir machen einfach mal ganz viele HTTP-Requests an eine Seite, oder ich glaube SYN-Floods können sie auch, ACK-Floods, also so eine ganze Reihe an verschiedenen Varianten von Denial of Service. Und was Mirai halt auch kann, ist das Internet scannen und in diesem Internet Geräte finden und an denen einfach mal Passwörter ausprobieren. Zum Beispiel Admin-Admin, zum Beispiel, was ich auch sehr schön finde, ist Admin und einfach kein Passwort. Admin 123456, Administrator Admin, Service Service, 6x die 6 und 6x die 6 als Username und Passwort. Was ich ganz besonders spannend fand, ich habe keine Ahnung, wie der Autor darauf gekommen ist, als Username und Passwort Mother und Fucker oder Tech und Tech. Also das ist sehr spannend. Und was an diesem Mirai auch ganz interessant war, Mirai scannt halt so das gesamte Netzwerk nach irgendwelchen verwundbaren Geräten, seien es irgendwie IP-Kameras, seien es irgendwelche Plaster-Router, seien es irgendwelche Videorekorder, die am Netz hängen, wobei ich nicht weiß, warum mein Videorekorder am Netz hängen sollte. Aber gut. Und ein paar Sachen scannt es nicht. Zum Beispiel ist hardcoded im Mirai-Source-Code drin, dass es zum Beispiel nicht die IP-Range vom amerikanischen Department of Defense scannt. Und da scheint jemand relativ vorsichtig gewesen zu sein. Was Mirai zum Beispiel auch macht, was ist die Regel 1, wenn man eine Kiste aufmacht? Was macht man als erstes? Updates. Updates! Als erstes patcht man mal die Sicherheitslücke, durch die man reingekommen ist, damit auch niemand anderes reinkommt. Und was Mirai intern diesen Code zum Beispiel auch tut, ist erstmal alles abschießen, was auf Port 80 lauscht, alles abschießen, was auf Port 22 lauscht und alles abschießen, was auf Port Telnet war 31? Ja, genau. Und alles abschließend, was auf dem Telnet-Port lauscht, damit erstmal niemand wieder reinkommt. Und dann geht es erstmal hin und guckt sich und überschreibt im Speicher erstmal alles, wo sich diese ganzen anderen gängigen Botnet-Software so einlisten. Und löscht erstmal alles, wo sich diese ganzen anderen gängigen Botnet-Software so einrichten, damit man auch garantiert komplett alleine auf dem Netz ist. Das war also sehr, sehr schön. So, dann hatten wir jetzt dieses Release, die Reihe war jetzt draußen und irgendwie für jedermann verfügbar. Ungefähr eine Woche später, das ist die Denial of Service auf der gelegt. Ein paar legt im Wesentlichen das nordamerikanische Internet lahm. Und zwar unter anderem Tumblr, PayPal, Twitter, Spotify, Reddit, Netflix, PlayStation Network, Amazon, und noch ein paar andere, irgendwie noch. Ein paar, die ich noch nicht kannte, aber im Wesentlichen so einmal das komplette nordamerikanische Internet. Das war ein Freitag, das ist so ein Bild von einem Freitagmorgen, was so alles down war und was nicht down war. Wir sehen im Wesentlichen, dass in Kalifornien so alles down ist und es da vorne auch irgendwie alles down ist. Und dazwischen drin sind keine Messpunkte. Wahrscheinlich. Sind das das prozentual auf die Server verfügbar und erreichbar? Ich glaube, das ist im Wesentlichen der Anteil an Zeug, das nicht erreichbar ist. Anteil oder Anzahl? Das ist nämlich der große Unterschied, weil natürlich ist eine West- und Ostküste viel mehr Server. Das ist richtig. Das müssen wir mal nachgucken, aber auf jeden Fall, was auf jeden Fall die wesentliche Message von diesem Blog ist, da war es im Prinzip alles weg an der Küste. Jetzt habe ich die Frage, okay, dieses Viral-Botnet ist schon groß, hat da irgendwas hingegangen, hat explizit quasi, und hat da irgendwie alle nordamerikanischen Internet-Services aus dem Internet geschossen, also in Europa sah das auch so ein bisschen ähnlich aus, aber den Botnet habe ich gar nicht gedacht. Nee, es war nicht ganz so. Tatsächlich hat sich dieses Botnet, das da am Werke war, genau einen Service ausgesucht, nämlich DYN. Was ist DYN?
Jetzt muss man sich mal überlegen, wer ist denn hier vertraut mit DNS? Alles klar. DNS ist im Wesentlichen, für die, die nicht so vertraut sind mit DNS, DNS ist im Wesentlichen diese Tatsache, Rechner sind, so Computer sind gut mit Zahlen. Menschen sind nicht so gut mit Zahlen. Menschen sind besser mit Text. Rechner sind nicht so gut mit Text. Das heißt, was wir machen ist, wenn wir irgendwo hin wollen, zum Beispiel zu Amazon, sagen wir Amazon.com oder Amazon.de. Der Rechner sagt aber, nee, nicht Amazon.de, sondern ich brauche die Zahlen, ich brauche die numerische Adresse von dem Ding, ich brauche die IP-Adresse. Das heißt, wir brauchen einen Übersetzungslayer von Text zu IP-Adresse. Und das ist das DNS-Protokoll, das Domain Name System. Und was jetzt alle diese Firmen gemacht haben, nämlich gedacht, ach, DNS selber zu betreiben, das ist doch anstrengend. Wir bezahlen mal dünn dafür, dass sie das machen. Und dann hatten halt alle diese Services ihr DNS im Wesentlichen von dünn machen lassen. Das heißt, wenn ihr gefragt habt, wo finde ich denn Amazon.de? Wenn euer Browser das irgendwie gefragt hat, ist der zu dünn geschickt worden und dünn hat gesagt, ja, hier folgende IP-Adresse. Oder wenn ihr zum PlayStation Network wolltet, dann hat dünn gesagt, ja, das ist folgende IP-Adresse. Und wenn ihr irgendwo anders hin wolltet, Netflix, Spotify, selbes Spiel. Und was da halt jemand gemacht hat, ist, er hat einfach dieses Mirai-Botnet gerichtet auf drei Rechenzentren von dünn. Und dann waren halt die Services von Amazon, PlayStation Network, Netflix und so weiter, waren alle da. Aber halt nicht erreichbar, weil niemand die Übersetzung machen konnte zwischen Text in IP, denn gerade ist dieser Übersetzer zwischen Text und IP ja uns alle weggeschlafen. Das war so ein bisschen ungünstig und war auf jeden Fall sehr witzig, weil dadurch einfach mal wir einen Single Point of Failure gefunden haben in diesem Netzwerk. Was lernt ihr daraus? IP-Adressen auswendig. IP-Adressen auswendig lernen ist durchaus eine Variante, die dir in dem Moment geholfen hätte. Ob es dann schon das wert gewesen ist, weiß ich nicht. Genau, das kann nochmal sein, wenn irgendwie mehr Services auf einer Kiste laufen, dann hilft dir natürlich IP-Adressen auswendig lernen nicht so wirklich. Jetzt die spannende Frage, wer war denn das? Und ich meine, so die Größe von dem Ding könnte man vermuten, vielleicht irgendwie ein State-Level-Actor oder hat Anonymous mal wieder irgendwie was getan oder weiß ich nicht. Naja, die Fachpresse scheint auf einer ganz anderen Theorie konvergiert zu sein, nämlich, das war offensichtlich wohl so ein PlayStation-Spieler, der keinen Bock mehr auf Sony hat und sich gedacht hat, ach komm, den zeige ich, ich nehme jetzt mal bei PlayStation Network down. Und hat halt einfach mal im Zuge dessen sich ein Botnetz gemietet, denn was üblicherweise so gemacht wird, ist, was viele Leute so machen, ist, sie bauen so ein Botnet auf und vermieten das dann an den Höchstbietenden. Zum Beispiel, ach, einen schönen Webshop haben sie da. Wäre doch sehr förderlich, wenn ihre Konkurrenz keinen Webshop mehr hätte. Oder? Folgendes sind unsere Stundenraten. Und ja, genau, das hat offensichtlich so ein frustrierter PlayStation-Spieler auch gemacht. Und hat sich halt so ein Botnet gemietet und hat halt einfach mal das nordamerikanische Internet aus dem Leben gefegt. Ja, spannende Side-Note zu dem Thema. Es gab mal einen sehr spannenden Fall, da hat nämlich so ein Spanier sich auch so ein Botnet aufgemacht und hat dieses Botnet dann halt an den Höchstbietenden vermietet, um dessen Konkurrenten mit dem Denial of Service zu überziehen, damit halt deren Angebote nicht erreichbar waren, während die Angebote des Kunden des Botnets erreichbar waren. Der stand dann vor Gericht wegen, was der genaue Vorwurf war, aber irgendwie Internetsabotage oder irgendwie sowas, und ist tatsächlich freigesprochen worden, weil er ja nie einen Denial of Service Angriff gemacht hat. Er hat nur das Botnet aufgezogen und hat es dann an den Höchstbietenden vermietet. Was die dann damit machen, not his business. Und ist infolgedessen halt komplett freigesprochen. So, ein Wort noch vielleicht, warum würde jemand auf die Idee kommen und irgendwie sich dieses fette Botnet außer Hand geben, quasi, dass auch andere damit dann Geld verdienen können. Da war eine Frage? Achso, nö, eigentlich. Achso. Genau, das ist irgendwie die Überlegung, warum, ich meine, das klang so ein bisschen so, ja hier, das waren mal 400.000 Bots, jetzt sind das irgendwo noch so 300.000 Bots, da fange ich gar nicht an, das mache ich überhaupt nicht. Aber wahrscheinlich ist die Antwort ein bisschen einfacher, nachdem diese Person Brian Krebs aus dem Leben gefegt hatte und danach auch noch OVH irgendwie einen Terra pro Sekunde abgekriegt hatte, sind da so ein paar Leute, unter anderem Strafverfolgungsbehörden, aufmerksam geworden. Und es ist durchaus üblich, wenn du denn die Sorge hast, dass dir die Fats auf dem Hacken sind, was du dann machst, ist, du releasest einfach deinen Source Code, denn dann ist schon mal der Source Code für dieses Botnet auf deinem Rechner zumindest nicht mehr das unfassbar todbringende Kriterium für dich. Und wahrscheinlich ist das so ähnlich gelaufen, da hatte jemand sozusagen mal ausprobiert, okay, gucken wir doch mal, was mit diesem Botnet geht. Ups,
das war ein bisschen stärker, als ich das vorgesehen hatte. Ich mach mich mal vom Acker. Und erstmal den Source Code raushauen, damit irgendwie jeder diesen Source Code hat. Und wenn der Source Code bei dir gefunden wird, dann bin ich nicht mehr blöd, der Dumme benutzt, zumindest behaupten kann, ich hätte ihn mir da runtergeladen. Gut, jetzt haben wir irgendwie so am Internet hängende Geräte, so irgendwie, keine Ahnung, Kühlschränke, Videorekorder, IP-Kameras. Und was sind noch alles, irgendwie so Geräte, Glühbirnen mittlerweile auch. Die spannende Frage ist natürlich, wie schlimm ist die Sache eigentlich? Das hat sich so ein Sicherheitsforscher auch mal gedacht und hat sich mal so ein Gerät geholt. Und hat dann einfach mal so eine Kamera genommen, hat die mal ans Internet angeschlossen und 2 Minuten später war er mit dieser Kamera halt Teil von 2 Botnets. So viel zum Thema, wie schlimm ist die Sache eigentlich? Offensichtlich relativ schlimm. Das Schöne ist ja auch, wie ich schon angedeutet habe, versucht mal den Hersteller dazu zu kriegen, euch das zu patchen. So, jetzt erwähnte ich, dass es ja auch Glühbirnen gibt mittlerweile, die am Internet hängen oder WLAN machen und irgendwie so Mesh-WLAN. Dann haben wir so ein paar Security Researcher mal ausprobiert, okay, wir haben jetzt so Glühbirnen, die machen so Mesh-Netzwerke, die verbinden sich untereinander, da kann man doch bestimmt einen Wurm bauen. Und ja, dann haben sie einen Wurm gebaut und dieser Wurm ist halt von Glühbirne zu Glühbirne gesprungen und dann hatte man halt irgendwie Shell auf dieser Glühbirne und konnte auf dieser Glühbirne halt machen, was man wollte. Wer von euch würde auf die Idee kommen, seine Glühbirnen rauszuschrauben und sie an einen Rechner anzuschließen, um sie zu patchen? Ich sehe keine Hände, ich sehe fast keine Hände. Aber im Wesentlichen ja, nee, ich würde auch meine Glühbirne nicht ausschrauben. Also wenn du speicherst, dass man die Glühbirne Sinn machen könnte, dann würde ich das probieren. Aber ja, also wir haben erstmal den Service auf Glühbirne. Und dann ist halt auch irgendwann die Frage, was willst du dagegen noch machen? Wenn einfach jede Glühbirne auf dem Planeten eine Denial-of-Service-Attacke fährt gegen irgendeine Website, ja viel Spaß, sich dagegen zu verteidigen. Insofern, das wird noch spannend. Die IETF denkt da momentan drüber nach, ob es da eine technische Lösung für das Problem gibt. Ich weiß nicht genau, wie der Status da ist. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sie eine gute Idee haben werden. Ich hoffe es. Aber im Wesentlichen, ja. Die Situation ist lustig, die Situation ist spannend. Das wird noch eine sehr interessante Zeit in der Zukunft. Gibt es Fragen? Wenn es keine Fragen gibt, doch, es gibt eine Vielleicht eine kurze Anmerkung. Ich habe heute Werbung von denen bekommen, von Akamai. Und da haben sie mir, oder da haben sie insgesamt, also auf meiner Firma angeboten, uns gegen Denial of Service zu schützen. Nur so als kleines Bonbon am Rande. Das ist eine von deren 2 Hauptproduktlinien. Also ich habe dann gleich an Krebs gedacht und habe mir gedacht, interessant, da haben sie es nicht geschafft und jetzt wollen sie mir das verkaufen, lassen wir das mal lieber. Aha. Ja. Aus Interesse, wie ist das jetzt gegangen? Gibt es da irgendwie Zahlen zu, wie es Akamai gerade geht? Ich glaube nicht, dass es ihnen akut nennenswert schlechter geht, denn sie sind zum einen immer schon immer noch der größte Player in dem Feld. Das Google Project Shield ist, glaube ich, nur für bestimmte Projekte gedacht und auch nur für Corpsy, also quasi for free und weil es irgendwie schön ist, wenn Journalisten erreichbar sind. Das heißt, da Akamai immer noch einer der größten Player da draußen ist, gehe ich davon aus, du hast halt wesentlich als Unternehmen die Wahl, gehe ich zu Akamai oder versuche ich es irgendwie gar nicht? Oder zu einem von den Competitors zu Akamai, das heißt, es gibt nicht wirklich was besser als Akamai ist. Das heißt, ich glaube nicht, dass es denen nennenswert schlechter geht. Vor allen Dingen da alle Leute, die bei denen schon sind, die sind ja auch noch ein bisschen mehr, die sind nicht nur ein DDoS-Schutz an, sondern auch so ein Content Delivery Network und so. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass es momentan nennenswerte Einbußen hatte, auch wenn diese Story natürlich jetzt PR-technisch nicht ganz optimal geworden ist. Man muss ihnen auch zubilligen, sie haben das über Tage ausgehalten. Das ist die Downside, die natürlich jetzt in der Zeichnung der Historie irgendwie nicht ganz so rauskam, aber der Akamai-Chef hat schon recht, wenn er sagte, das haben die haben es über mehrere Tage mehr oder weniger geschafft, Brian Cripps verfügbar zu halten. Aber geschafft heißt, dass sie dann für sich entschieden haben, okay, wir machen das. Genau, es wurde dir schlicht zu teuer, weil du halt unglaubliche Ressourcen allokieren musst,
um diesen 620 Gigabit per Second irgendwie was entgegenzusetzen. Und das wurde denen halt einfach nach Tagen zu teuer. Ich glaube irgendwie, die haben da $200,000 drin versenkt in die Verteidigung. Also das wurden dann doch irgendwann Größenordnungen. Jo. Sind die Kameras mittlerweile geschützt? Ja. Das heißt, es könnte jetzt, oder ist, passiert es ständig, dass jetzt irgendwelche Blogs down gehen, weil jetzt jeder drankommt und das macht? Machen das Leute aktiv noch oder traut sich da keiner, wann die Fotos zu machen? Akut ist, also akute, akute Sachen in der Größenordnung sind momentan nicht bekannt. Ich gehe davon aus, dass diese Botnets mit Sicherheit da alle draußen existieren. Es ist natürlich immer auch wieder so eine Sache, über welche Ziele berichtest du. Brian Krebs ist ein sehr bekannter Security-Journalist. Das war halt ein High-Value-Target und OHV mit dem 1,1 Terabit pro Sekunde haben sie halt den Rekord gerissen. Aber diese ganzen Botnets gibt es da draußen immer noch. Es gibt halt Überlegungen, ob man sozusagen in den letzten von den ISPs eventuell diese entsprechenden Ports oder so filtert. Aber irgendwie musst du halt an die Kisten trotzdem noch rankommen, ne? Jo. Als Ergänzung dazu, das passiert ja tagtäglich und auch ständig, auch in Deutschland, dass irgendwie Botnetze existieren und verwendet werden. Da gibt es auch irgendwie, ich glaube, die Telekom hat da mal relativ ausführliche Berichte irgendwann mal gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer noch passiert, ob das BSI mittlerweile übernommen hat. Das BSI monitort den Kram. Ich glaube, das war noch vor BSI-Zeiten, dass die Telekom das gemacht hat. Okay. Also, aber auf jeden Fall. Wir veröffentlichen auf jeden Fall Zahlen zu, wie oft was passiert. Du hast wahrscheinlich aktuell nicht diese komprimierte Menge auf ein Ziel, sondern ja, die Menge geht halt an viele verschiedene Ziele. Ein Grundrauschen im Botnet hast du quasi immer. Das ist ja mittlerweile schon. Ja, also mittlerweile hast du, die Frage ist halt nur, wird es so stark, dass du irgendwie Akamai draufkriegst? Das Problem ist natürlich auch ziemlich simpel zu erstellen. Einfach drauf zugreifen, man ist drin. Ja. Ist ja keine Hürde. Genau. Der wesentliche Aspekt ist halt, wenn du anfängst, irgendwie so Leute wie Akamai abzuschießen, dann ziehst du halt Aufmerksamkeit auf dich und das torpediert natürlich dein Geschäftsmodell so ein bisschen als Botnet. Deswegen, das dürfte wahrscheinlich der Hauptgrund sein, warum es so fett ist. Nein, das sollte schon wieder im Moment nicht jeden Tag erlebt. Aber ein fettes Grundrauschen hast du auf jeden Fall. Jo. Ich habe noch eine Anmerkung dazu, ob es Akamai natürlich in schlechter geht. Also ich denke, das würde einfach nicht passieren, weil also DDoS nehmen wir immer als, ich sag mal, sehr unangenehm wahr, ist das bei sie auch. Aber es ist nicht immer ein zielgerichteter Angriff der Konkurrenz oder irgendwas. Es gibt halt genug Web-Ingenieure, die ihr Handwerk nicht verstehen. Und eine Marketingabteilung macht halt irgendeinen Special Sales und auf einmal hast du dann DDoS. Ja, so, einfach weil Leute daran interessiert sind, wo Scraper vorbeikommen oder was auch immer. Und das ist der Mehrwert, den ihr Akamai letztendlich bietet, wenn ich dich selber kümmern willst, kümmern die sich. Insofern denke ich, dass halt da wirklich eine ganze Menge Kunden sind, die halt nur eine gewisse Grundlast erzeugen und die machen das dann wirklich weiter. Ja, und vor allem, wenn man jetzt sagen würde, Akamai ist mir nicht mehr gut genug, weil sie das nicht gemacht haben, zu wem soll ich denn dann gehen? Richtig. Das kommt ja noch dazu. Also man kann das selber machen, das kostet. Ja, und ja, wir wissen, was es kostet. $200,000. Und das haben mehr Leute als Leute, ich wissen. Weitere Fragen, Anmerkungen? Die große Frage ist doch eigentlich, wenn du diese ganzen Kameras hast, das kann man sich am ehesten vorstellen und wie sicher zu kriegen, außer sie halt nicht ins Internet anzuschließen. Es gibt natürlich eine Variante, wie du diese Botnet-Problematik relativ schnell erledigen kannst. Du nimmst dir einfach diesen Denial-Code, schnappst dir einfach alle diese Geräte und patch die halt einfach. People have done this. Es gibt Security Researcher, die sind hingegangen, haben sich ein Botnet aufgebaut, nur um dieses Botnet dazu zu benutzen, um systematisch diese Geräte zu patchen. Das Problem, was du hast, wenn du ein Security Researcher bist, dann bist du ja irgendwie so, du forschst im öffentlichen Auftrag oder du forschst im Namen einer Firma oder irgendwie so. Was du machst, ist, wenn du dieses Botnet nutzt und dann die Kameras der Leute patcht, ist eigentlich Manipulation von IT-Systemen von anderen Leuten. Das ist halt verboten, das ist halt rechtlich ein ganz großes Problem. Das ist halt der Unterschied zwischen dem White Hat und dem Grey Hat, ne? Richtig, also wenn jemand jetzt, das eigentlich nicht dürftest, ne? Wenn jetzt jemand sozusagen sich irgendwo in den Tiefen, wo es keiner merkt, so einen Botnet baut und dann überall Patches einspielt, fände ich mich, also ich würde da jetzt nicht zu sehr drüber weinen. Aber so als offizielle Stelle, wo das irgendwie mal
sinnvoll wäre, wo das vielleicht auch sinnvoll wäre, dass es eine offizielle Stelle gibt, wenn das BSI einfach hingeht und systematisch durch die Gegend läuft und irgendwie kaputte Geräte remote patcht, das ist halt rechtlich extrem problematisch. Weil es halt rechtlich technisch eigentlich erlaubt. Selber Backdoors für sich ein. Das ist dann noch die andere Frage. Ich möchte aber einen Schaden, wo man das Gerät hat. Ich will nicht, dass sie jemand fixt. Ja, du musst machen, dann soll das da bleiben. Richtig. Aber ist das nicht die gleiche Situation in sogar weniger schlimm, weil nicht kommerziell, als der Mensch, der sich so ein Botnetz aufbaut und das dann an den Meistbietenden verkauft? Yeah, und da haben wir doch erfahren, dass das völlig legal wäre. Das war jetzt Aussage eines spanischen Gerichts und das ist auch schon so ein paar Jährchen her. Das ist auch spannend. Ich glaube nicht, dass wenn du irgendwie Denial-of-Service-Angriffe mit 1,1 Terabit pro Sekunde durch die Gegend laufen hast, dass sich diese Rechtslage noch lange so in diesem Zustand halten wird. Aber... ich meine, dass wir übernehmen die ganzen Geräte und machen dann nichts Böses damit. Und in dem Fall würden wir es ja noch nicht mal, würde man es nicht mal weitergeben, sondern patchen, dass es dann nicht mehr... Ja, das Problem ist, ist ja trotzdem noch die Rechtslage. Das heißt, wenn sie dich erwischen und dann sagt man, ja, also tut mir leid. Also sie hatten da Zugriff auf Regierungssysteme oder sonst irgendwas. Sie haben es zwar besser gemacht, aber trotzdem haben sie gegen das Gesetz verstoßen. Und es kann auch schief gehen. Ich dachte eigentlich, dann ist das System nicht mehr zugänglich, dann hast du es kaputt gemacht. Genau, hast du es zugepatcht. Sorry, you cannot have hands. Bootet nicht mehr, ist ja schade. Gut, man könnte jetzt diskutieren, ob wenn diese Geräte nicht mehr booten, ob das jetzt irgendwie schlechter oder besser wird. Aber das ist eine Diskussion für wann anders. Dann war da noch eine Frage und eine Anmerkung in der Ecke. Eine Anmerkung oder eine Frage? Ja. Ich weiß nicht konkretes, ich weiß nur, dass die IETF da momentan ein bisschen Dampf hintermacht, weil die das gerne schnell über die Bühne haben wollen, bevor die Staaten anfangen, dass es denen so weit auf den Geist geht, dass sie da anfangen, regulierend einzugreifen und irgendwie vorschreiben, dass, keine Ahnung, Port hast du nicht gesehen, grundsätzlich in jedem ISP-Netz zu sperren ist. Das ist das, was die IETF gerne vermeiden möchte. Deswegen sind die da gerade mit relativ viel Dampf dahinter. Ist da nicht auch gerade irgendwie in Arbeit, dass man da halt irgendwie von den Herstellern auch irgendwie eine gewisse Grundverantwortung irgendwie Grundverantwortung der Hersteller einzufordern? Ja, halt auch, dass die dann eine gewisse Responsibility haben, aber... Die Idee wäre, das wäre so die Idee von Produkthaftung, genau. Wenn der Hersteller irgendwie ein scheiß Produkt auf den Markt schmeißt, was am Ende dafür verantwortlich ist, dass Brian Graves 620 Gigabit pro Second abkriegt, dass halt für den Schaden, der dadurch entsteht, möglicherweise, dass dafür dann halt der Hersteller aufkommen muss, weil er ein scheiß Produkt geliefert hat. Aber wie willst du denn den chinesischen Unternehmen so etwas vorschreiben? Das ist das Problem an der Sache. Dieses Internet hat das mit diesen Grenzen noch nicht so verstanden. Naja, aber das dürfen ja nur noch Produkte. Das sind technische Geräte. Bei technischen Geräten passiert das schon deutlich eher als bei sowas wie dem Internet. Also das geht um die technischen Produkte, die glücklich haben sollen. Ja, das Problem ist, deine Regulierung in Deutschland ist halt dem chinesischen Hersteller relativ egal. Nee, ich kann nicht unmöglich. Ja, aber der Mensch, der in Deutschland betreibt, ja. Ja, lass mich kurz meine Zettel rausholen und verlesen, wo Mirai so herkam. Die Spitzenländer, in denen Mirai Botschaft sind. Es gibt ja die mit Regulierung. Also Spitzenreise mit 12% aller Mirai-Botnet-IPs ist Vietnam, 11% ist Brasilien, 10% ist die United States, 8% sind China, 8,4% Mexiko, Südkorea mit 6%, Taiwan ist noch so bei 5%, Russland auch noch mal so bei 5%. Das heißt, du musst es tatsächlich... Aber wenn dann kann USA sein? Abgeschaltet werden vom Internet, vom Rest der Welt, weil wir sagen, okay... Ihr seid, das funktioniert gerade nicht mit euch. Wenn ihr keine Regelung habt, dann funktioniert das leider nicht. Dann die USA haben die auch schnell mal andere Regelungen. Wenn du die USA vom Internet abstellst, dann sind wir auf jeden Fall lustig. Warte, wie wollen die USA vom Internet? Die haben doch noch irgendwie die Schirmherrschaft über irgendwie die Domains, oder? Ja, die. Das geht schon. Das geht schon. Ist da nicht irgendwie was? Ja. Das wird so ausführlich. Aber gut, genau, wir kommen da in weitere Themen. Weitere Fragen, Anmerkungen oder dergleichen? In deiner Liste? Ja. Hast du Interesse, wo ist Deutschland? Deutschland, das sind hier nur die Top 10, die aufgeführt sind. Deutschland ist nicht dabei. Ah, sicher. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Glück, vielleicht auch nicht. Ansonsten, wenn keine weiteren Sachen mehr sind, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.